Hallo ihr Gwirling, es geht weiter mit den Helden des Gwirrenauges in der Burgruine im Wald östlich von Daria. Und in welcher Situation wir da jetzt weiterspielen, das fasst heute Kaspai Uriel Olschef zusammen. Bitteschön. Ja, unsere nun etwas mehr Helden haben sich nun ein kleines bisschen mehr noch in dem Vorhof der Burg umgeschaut. Esther und Kaspai haben sich die restlichen drei Nachbarhäuser neben dem Stall etwas näher angeschaut und festgestellt, ohne Dach lässt sich nicht so schön schlafen. Währenddessen haben Alinde und Havel sich ein bisschen mehr um das Nachtlager gekümmert, in Form eines Lagerfeuers und der Vorbereitung des Nachtlagers an sich im Stall. Havel hat dabei die Überreste eines der Häuser fachgerecht in Feuerholz umgewandelt. Nachdem Esther festgestellt hat, sehr enttäuscht, muss man hinzufügen, dass es keinen bequemeren Schlafplatz gibt, hat sie sich dann notgedrungen dazu entschieden, im Lagerraum des Stalls ihr Lager zu beziehen. Und schließlich war sie dann auch das ausführende Organ, ein sicheres Lagerfeuer, das auch länger brennt und auch angeht, zusammenzufügen. Und als sich nach dem wohlverdienten Abendessen die erschöpften Helden ins wohlverdiente Nachtlager zurückziehen wollten, hat die aufmerksame Alinde am anderen Ende des Burghofs eine Bewegung im Gras ausgemacht. Und dann wollen wir mal schauen, was da durchs Gras schleicht. Richtig, an der Stelle übernehme ich dann wieder. Ich pinge nochmal hin, so in etwa hier an diesem Ort hat also Alinde eine Bewegung erspäht. Und die drei Kollegen, die ihrem Blick folgen, suchen nun mal in der gleichen Ecke. Havel kann identifizieren, dass sich dort etwas bewegt. Kaspai sucht momentan noch nach irgendetwas, was seiner Aufmerksamkeit würdig wäre. Und Esther sieht ebenfalls, was sich dort bewegt, kann also genauso gut wie Alinde identifizieren, was sich da auf euch zubewegt. Es ist, auch wenn ich jetzt die Erwartungen und Hoffnungen vieler Leute enttäusche, kein Purpurwurm. Das wäre vermutlich auch das kleinste Purpurwurm-Junge, das in DSA jemals in einem Abenteuer vorkam. Sondern es handelt sich scheinbar um eine Katze. Welcher Farbe? Einer Katze mit, sagen wir, sandfarbenem Fell, also so gelblich nun mal. Mhm. Deswegen nun mal auch in dem teilweise vertrockneten Gras nicht ganz leicht zu sehen. Mhm. Und viel mehr Details sind auf die Entfernung auch nicht unbedingt auszumachen, aber ihr beide zumindest könnt halt ganz klar identifizieren, dass es sich, wie gesagt, um eine Katze, also keine Raubkatze handelt, sondern so in ungefähr der Größe einer Hauskatze. Und diese sich offenbar vorsichtig in eure Richtung bewegt. Habe ich den Eindruck, es handelt sich um eine normale Hauskatze oder um eine verwahrloste, verwilderte Hauskatze? Kann ich das sehen, irgendwie? Auf die Entfernung nicht, nein. Okay, aber sie macht den Eindruck, dass sie zutraulich wäre. Sie nähert sich uns nicht mit, angelegten Ohren oder irgendwie sowas, sondern sie nähert sich uns ganz, wie eine Katze sich einem vorsichtig nähern würde. Also ich muss noch mal beschreiben, ne? Das sind so 10, 15 Meter oder so von Distanz her. Da siehst du jetzt nicht unbedingt, in welcher Position ihre Ohren sind. Mhm. Was du halt sehen kannst, ist, dass sie sich nun mal wirklich an euch anschleicht. Also halt in geduckter Haltung. Aha. So wie sich eine Katze an eine Maus auch anschleichen würde. Und sie schleicht sich an uns an. Es ist vor ihr nicht irgendein Vogel, der da noch was pickt, den sie offensichtlich, ne? Sondern sie schleicht sich an uns an. Du hast zumindest nichts derartiges identifiziert. Kein potenzielles Beutestück. Mhm. Ich sage, da hinten ist eine Katze. Ich deute dahin, wo die Katze ist. Du und Esther seht jetzt auch, dass bei dieser Bewegung in die Richtung der Katze die Katze stoppt.
und stehen bleibt und abwartet. Habe ich zufällig noch in meinem Abendessen irgendwie so ein kleines Stückchen Brot über oder sowas in der Richtung? Du hättest sogar... Ich würfe mal. Du hättest sogar noch ein Stückchen Fleisch übrig. Wenn du wolltest. Dann würde ich mal mit langsamen, vorsichtigen Schritten ein klein wenig näher gehen, mich dann hinhocken und ihr das Stückchen Fleisch zuwerfen. Okay. Zunächst erstmal, Havel, auch du hast halt zunächst gesehen, dass die Bewegung innegehalten hat und kannst genauso wie auch Kasper jetzt an dieser Stelle, nachdem also Alinde gesagt hat, was dort ist, nachdem ihr also genau wisst, nach was für einer Form ihr aushalten müsst, eine Katze, wie eben beschrieben, dort identifizieren. Und für Esther gebe ich ihr mal gern eine Charisma-Probe, die ich ihr... Hast du das Handwerkstalent abrichten? Moment. Abrichten 1. Ich denke mal, das ist weniger als ein Drittel deines Wildnislebens, oder? Ja, ist es. Ja, okay. Aber weißt du was, ich erleichtere es hier um beides. Also du bekommst eine Erleichterung von 1 durch Abrichten, eine Erleichterung von, wenn ich mich nicht irre, 2 durch ein Drittel deines Wildnislebens. Mhm. Das heißt, es ist schon mal eine Charisma-Probe erleichtert um 3. Und da du ein schönes Stück Fleisch benutzt hast, um sie anzulocken, kannst du dir das sogar nochmal zusätzlich um 4 Punkte erleichtern. Also insgesamt eine Charisma-Probe erleichtert um 7. Okay. Gegen welchen Wert würfelst du dann? Gegen die 20. Okay, dann musst du die Probe also noch machen. Okay. Ja, dann... Ich nehme mal so über die Daumen. Bei einer 11, wunderbar. Die Katze wartet noch kurz. Also während du auf sie zukommst, ist sie, bleibt sie definitiv an Ort und Stelle und fixiert dich ganz genau mit ihren Augen. Und als du dann also irgendwo zwischen dir und ihr das Stück Fleisch hinwirfst, würde sie nur wenige Sekunden eigentlich abwarten, bis sie sich erst langsam und vorsichtig wieder in Bewegung setzt und dann mit 2, 3 schnellen Schritten die Distanz zum Fleisch überbrückt und selbiges auch ohne vorher großartig dran zu schnuppern, dann auch gleich in 1, 2 Hapsen verschwinden lässt. Und dann dich wieder anguckt. Ja, ich strecke die vorsichtig und langsam die Hand aus und mache so ein paar anlockende Geräusche, so Schnalzen mit der Zunge oder so. Kra, kra. Ach nee, wie machen Katzen nochmal? ja, also bei so viel Erleichterung, wie du hattest, weil du halt das Grundwissen entsprechend im Umgang mit Tieren auch hast und so weiter und so fort, würde die Katze dann zu dir kommen, jetzt auf eine Distanz und auch raus aus dem hohen Gras, nenne ich es mal, dass also alle diese Katze jetzt sehen können. Jetzt seht ihr auch, dass sie ein leichtes Tigermuster hat. Also leicht im Sinne von, es ist halt nur ein wenig dunkler als ihre sonstige gelbe Fellfarbe. Um jetzt auf Alinde, also auf Gewirrs Frage zurückzukommen, würde Alinde, die nun mal drauf geachtet hat, und Esther, die am nächsten dran ist, auch definitiv sehen, dass diese Katze eine Wildkatze ist, also halt keine gepflegte Hauskatze, sondern entsprechend, ja, das Fell eben an einigen Stellen fast schon verfilzt ist, auf jeden Fall halt nicht so schön sauber und glatt gepflegt. Die Katze würde jetzt halt von den Fingern und der Handfläche deiner ausgestreckten Hand die Reste von Essen und Brotkrümeln und so weiter, die da noch dran sind, halt ablecken. Trägt sie die gleichen Zeichen wie die Koramsbestien, also ausgehungert, ausgemergelt, verwundet oder irgendetwas? Gibt es Parallelen oder gibt es keine?
Oha. Da hast du was angefangen. Nee, ich guck nur grad, ob ich dir dafür eine Probe gebe oder ob du die entsprechenden Talentwerte einfach auf so einem hohen Wert hast, dass ich es dir so geben kann. Bierkunde 4. Da du aber hier in der Gegend lebst und diese Katzenart, die also entsprechend bekannt ist, zumindest oberflächlich, wirkt sie auf dich jetzt nicht unnatürlich ausgemergelt. Also sie wirkt normal. Ja, du kannst an dieser Stelle aber gerne, genauso wie auch Esther und jeder andere, den es interessiert, an dieser Stelle gerne Stimmzeichen geben. Ja. Nein. Okay. Was genau, was interessiert? Also ich bin neugierig, also mich interessiert, das ist das erste Lebewesen, das wir hier finden. Okay. Dann also für alle drei, die nicht Nein gesagt haben, eine entsprechende Probe. Ich habe hier nur, muss kurz über meine Notizen überfliegen. Okay. Also eine Tierkundeprobe erst einmal, die ich für Gewirr erleichtere um 2. Für Esther erschwere um 2 und für Kasper würde ich sogar eine sagenhafte Erschwernis von 7 ansetzen. Ui. Zum Identifizieren dieser der Spezies der Katze, sage ich mal. Ja, okay, gut. Da werde ich wahrscheinlich kein Buch über thulamidische Katzen gelesen haben. Mal schauen. Ja. Oh, und bei Gwür, es beginnt. Was denn? Ich würfel eine 1. Ja, aber auch eine 20. Ach, deswegen sage ich, es beginnt. Schade. Ja. Das zweite ist wahrscheinlich Klugheit. Ja, Mut, Klugheit, Intuition. Aber du hast vermutlich keinen Talentwert, der es dir erlauben würde, bei einer Erschwernis von 7 eine 18 auszugleichen. Nein, keine Chance. Also, ja, es ist eine Katze. Es könnte potenziell auch ein sehr kleiner Bär sein. Ja, ganz so schlimm war die Probe jetzt ja nicht. Ich hab's nicht geschafft. Ich hab's geschafft und hab noch einen über. Okay, noch einen übrig. Gewirr, wie viele bist du denn eben? Minus 1, also ich kann die 20 um 1 nicht ausgleichen und 1 und 4 habe ich gar nicht berechnet. Okay, ja. Gut, einen daneben und Esther hat einen übrig. Okay. Gut, Gewirr, dir ist der Name der Katze nicht bekannt, aber du weißt, dass du sie regelmäßig gesehen hast. Also hier in den Thulamidenlanden, gerade um Fasar, sind sie recht zahlreich, diese Art. Mhm. Allerdings, was dir jetzt so im Nachhinein auffällt, ist, dass das immer Streuner sind. Also du hast noch nie so eine Katze wirklich als domestiziertes Haustier gesehen. Esther hingegen bringt mich jetzt dazu, zu versuchen, diesen Namen richtig auszusprechen. Darf ich es versuchen? Nachdem ich einen Versuch hatte, ja, gerne. Okay. Ich versuche es folgendermaßen auszusprechen. Cha-ai-tamora. Jo. Was? Cha-ai-samora. Cha-ai-samora. Okay. Dir ist soweit bekannt, dass diese Katzen tatsächlich recht häufig, also so wie Gwirr das eben auch quasi im Hintergrund hatte, in der Regel eigentlich fast nur als Streuner umherlaufen. Mhm. Und aus irgendeinem Grund auch einen schlechten Ruf haben. Aha. Aber ich weiß nicht, warum. Das können wir jetzt ermitteln. Mhm. Das war quasi so die grundlegende Probe, dass ihr also entsprechend wisst, was das für eine Katze ist. Was du noch halt weißt, ist, dass diese Katzen grundsätzlich, obwohl sie so einen schlechten Ruf haben, als recht intelligent gelten. Mhm. Und ansonsten
eigentlich ganz normale Katzen sind. Und halt hauptsächlich, ja, also halt hier in den Blamiden landen und eher noch weiter südlich halt regelmäßig anzutreffen sind. Halt nicht so unbedingt die Ecke, aus der du kommst. Ja. Kommt eine weitere Probe jetzt mit in Zusammenhang? Ja, okay, ja, ja. Gut. Ich habe hier nur verschiedene Wenn-Dann für Probe so gut gelungen, Probe nicht gelungen und so weiter. Da muss ich kurz mehr einen Überblick verschaffen. Mhm. Also, euch beiden, Gewürge, stehe ich es auch zu, nur eben eventuell noch etwas mehr erschwert. Euch beiden stehen jeweilige Proben zu. Ihr könnt theoretisch jede der drei versuchen. Behaltet aber im Kopf, dass eben, wenn ihr 7 und mehr Punkte daneben legt, ihr eben von mir entsprechende Fehlinformationen bekommt, von denen ihr aber ausgeht, dass es wahre Informationen sind. Ihr könnt eine Gassenwissenprobe versuchen, erschwert um 4. Eine Probe auf Götter und Kulte, erschwert um 6. Oder auch eine Geschichtswissenprobe, erleichtert um niedliche 10 Punkte. Ich nehme die Geschichtswissenprobe. Erschwert okay. Um 10 Punkte. Gerne, dann. Nee. Ich mache keine Probe. Okay, aber hast du gerade erschwert oder erleichtert um 10 Punkte gesagt? Eben, das habe ich nicht verstanden. Okay, ich habe mich. Okay, weil ich hatte mich erleichtert um 10 Punkte verstanden. Ich auch. Okay, nee, erschwert um 10 Punkte. Dann kam das okay. Über die Verbindung vielleicht nicht gut ja, an. Ja, deswegen habe ich gerade gerechnet, dann wäre es ja erleichtert um 10, weil er doch wieder, ne, vielleicht im Rahmen nein, des Möglichen. Nein, du hast erleichtert gesagt. Ja. Okay. Dann, erleichtert um niedliche 10. Das war dann so. Deswegen okay, habe ich auch. Also, alle drei Proben sind erschwert. Gassenwissen erschwert um 4. Götter und Kulte erschwert um 6. Geschichtswissen erschwert um 10. Mhm. Okay, dann nehme ich die Götter und Kulte Probe. Ja. Okay. Dann wirf derselbige gerne. Gwirr hat ja gesagt, dass Alinde sich nicht weiter damit beschäftigen würde, ihr Hinterstübchen nach Hintergrundinformationen über diese komischen gelben Katzen zu durchforsten. Ich sag auch gleich warum, aber ich möchte jetzt Estos Probe jetzt nicht unterbrechen. Das sieht ja ganz vielversprechend aus. Ja, die Probe ist erfolgreich geschafft. Ja. Ich habe keinen über, aber sie ist erfolgreich. Vermutlich, weil die Erschwernis deine kompletten Talentpunkte aufgefressen hat, ne? Ja. Okay. Dann hast du Folgendes. Tatsächlich werden diese Katzen sehr häufig in Zusammenhang gebracht mit irgendwas Bösem. Also nicht einfach nur Hexenböse, sondern so richtig böse. Dass es da halt immer wieder heißt, die sind Diener finsterer Mächte und so weiter und so fort. Und deswegen werden sie auch in der Regel nicht als Hauskatzen gehalten, sondern im Gegenteil, wenn die in irgendwelchen Dörfern oder geschweige denn Städten auftauchen, werden sie regelmäßig eher mit Steinwürfen vertrieben. Was dir aber zu Ohren gekommen ist, ist, dass es immer wieder Anhänger des Rondra-Glaubens gibt, ne? Die Kriegergöttin, also Kriegergöttin in Anführungszeichen, ja. Deren heiliges Tier nun mal auch die Löwin ist und halt immer wieder Anhänger ihres Glaubens, teilweise sogar Geweihte, die nun einmal immer wieder, wenn diese Katzenart, deren Namen ich jetzt nicht nochmal ausspreche, zur Sprache kommt, immer wieder behaupten, nein, alle Katzen dieser Welt in Anführungszeichen, also alle Katzen Aventuriens sind Geschöpfe Rondras und dienen selbstverständlich unserer Göttin und keinen finsteren Mächten. Was davon der Wahrheit entspricht oder ob überhaupt irgendwas davon der Wahrheit entspricht oder ob Katzen auch einfach nur Katzen sind, kannst du nicht beurteilen. Mhm. Aber das sind halt so die zwei Meinungen, die du kennst, die halt vorherrschen. Ja. Ja, ich sage auf jeden Fall den Namen der Katzenart laut. Also ich schreie ihn nicht, will das Tier ja nicht verschrecken. Mhm. Aber laut genug, dass er für die anderen vielleicht noch verständlich ist, sage ich den Namen auf jeden Fall laut. Und meine dann leise zu der Katze, na, hat Rondra dich geschickt?
Ich hoffe, du erwartest jetzt nicht, dass ich in-game für die Katze Nein. plötzlich antworte. Dann würde ich vermutlich vor Schreck hinüberfallen. Aber, Zamora, okay, verstehe. Okay. Ja, ich würde in der Situation eigentlich schon vorher, also während Esther diese Katze jetzt intensiver mustert und nach ihrem Wissen kramt, das sie darüber hat, würde ich, nachdem ich die Katze als hier in der Region einheimisches, geläufiges, normales, zu erwartendes Wildtier erkannt habe, wiewohl ich dessen Spuren ja draußen in der vorletzten Episode nicht identifiziert habe, aber ich würde dann sagen, für mich sagen, okay, normal, nicht schlimm, würde aber, also Alinde würde ihre Aufmerksamkeit zwangsläufig von dieser Katze losreißen und sich nochmal rundherum umschauen, um sicherzustellen, dass diese Katze wirklich nur eine Katze ist und nicht irgendein Ablenkungsmanöver. Und wenn Alinde dabei dann nichts weiter auffallen würde, dann würde sie sich auch wieder auf den Weg in den Stall machen. Und das ist jetzt die Frage an den Meister, fällt Alinde noch irgendwas auf, wenn sie praktisch alles andere nochmal checkt, außer der Katze? Ich würde dich gerne hinlegen. Gut, dann geht sich Alinde jetzt hinlegen, verabschiedet sich, um meinen Satz von der letzten Episode nochmal aufzugreifen, an Havel gewandt, der ja die Wache vor Alinde hat, weckt mich, wenn es soweit ist. Dann hoffe ich, dass Havel nickt oder irgendwas tut. Ich nicke. Okay, gut. Dann, viel Spaß mit eurem neuen Haustier, sage ich. Grinse dabei, also sage so ein bisschen neckisch. Ich verabschiede mich nun. Ich brauche meinen Schlaf. Morgen wird für mich auf jeden Fall ein anstrengender Tag. Und nicke nochmal allen zu. Guck, ob noch irgendjemand was einzuwenden hat, noch irgendeine Frage oder irgendwas an mich hat. Ich komme gleich mit. Okay, und dann würde ich mich in den Stall zurückziehen. Möge Boran euren Schlaf behüten. Ich gucke von der Katze zu Kaspar hinüber und meine immer noch in ruhiger Stimme, weil ich will immer noch das Tier nicht verschrecken. Laut Vertrag müsste diese als Bergungsgut gelten. Kommt drauf an. Es ist ein Tier auf dem Boden? Ja, aber es ist nicht es ist nicht Beute von einem Tier, es sei denn, du möchtest die schlachten. Nein. Ich klinke mich aus der Diskussion aus, indem ich höre, in welche Richtung das läuft, und Alinde geht schlafen. Ja, ich roll mich in meine Wolldecke und leg mich ebenfalls hin. Frage an den Meister, die Auslegung von dem Vertrag, bei Beute von Tieren, würde das auch gelten, wir haben ein Tier auf dem Gelände gefunden, also müssen wir es mitbringen? Auch wenn es einfach wieder weggeht? Überlasse ich tatsächlich dir als Spieler, wie du bzw. dein Charakter es auslegen. Es ist im Vertrag so ungenau erklärt wie oder ungenau erwähnt, wie in dem Vertrag, den ihr auch gelesen habt. Willst du riskieren, dass sie es anders auslegen? Hast du eine Möglichkeit, sie einzufangen? Vielleicht finden wir noch eine. Lass mich kurz einmal durch die Liste gucken. Nee, da ist nichts, was wirklich sinnvoll wäre. Es kann ja an dieser Stelle gerne, weil wir die Frage mit dem Schätzen-Talent ja vorhin hatten, hat Esther das Talent Schätzen? Es geht ja schließlich um Dinge, die von Wert sind, ne? Ja. Gerade mal schauen. Und eine Unglück und Verderben bringende Katze ist wahrscheinlich nicht unbedingt etwas von Wert. Wo stände die nochmal? Schätzen ist ein Wissenstalent. Schätzen, ja, habe ich. Mit 3. Mit 3, das reicht mir in diesem Fall tatsächlich. Da brauchst du keine Probe für. Da dir nun mal die Hintergrundinformationen für die Katze geläufig sind und du auch weißt, dass sie in und beziehungsweise um Fasar regelrecht fast schon in Rudeln teilweise herumlaufen, geht der Wert dieser Katze nicht nur gegen Null. Also sie ist wohl kaum als Bergungsgut zu betrachten. Okay. Es ist also, ich sag mal, ihr müsst euch jetzt nicht durch den Vertrag gebunden fühlen, diese Katze an Vorder- und Hinterpfoten zu fesseln, euch über die Schulter zu schmeißen und zu sagen, du bist jetzt mit.
Ja, das ist der Grund, warum ich gefragt habe. Je nachdem, es ist halt genau genommen Tier auf Burggelände. Dementsprechend ja. Ja. So wie es erlägen, so stünde. Ich muss sagen, die Burgkatzen im Norden sind besser gepflegt. Wie zutraulich ist die Katze eigentlich gerade momentan? Bei dir sehr. Also sie ist jetzt fertig damit, deine Hand abzuschlecken und würde sich jetzt so, ich stelle mir vor, dass du da so ein bisschen hockst, ja. Würde sich also so in der Nähe deiner Beine an deinen Beinen entsprechend reiben, also dir quasi Köpfchen geben. Ja, dann gucke ich mal, ob sie sich von mir vielleicht vorsichtig streicheln lässt und... Auch das absolut kein Problem, lässt sie gerne mit sich machen, um nicht zu sagen, sie scheint es richtig zu genießen. Ja, das sag ich auch laut. Hast du eine neue Freundin gefunden? Ist sie nicht hübsch? Vielleicht, sehr. Vielleicht ist sie ein wohlwollendes Zeichen Räubers. Meinst du, sie ist eine gefährliche Raubkatze? Nun, sie hat sich immerhin die letzte Zeit hier... sie hat sich immerhin die letzte Zeit hier durchgeschlagen können. Da gehört ein gewisses Überlebenstalent dazu. Ist Havel eigentlich auch im Stall oder schläft er am Feuer? Mal so ich, gefragt. Ich habe ja gesagt, ich komme mit. Weil dein, also, wegen deines Tokens. Ich... Oh, sorry. Deswegen stelle ich die Frage. Entschuldigung. Jetzt kommt Havel da rein und fragt, warum liegt da Stroh? Ah. Nein, ich habe mir das echt verkniffen. Ja, ich mir nicht. Ich hab euch gerade eine Katze geschenkt. Jetzt, das muss ich ja wieder ausgleichen. Ja, und wenn wir sie mitnehmen, dann werden wir aus jedem Dorf gejagt. Was mein Charakter nicht weiß. Hey, dann könnt ihr auch die Korams-Gebisse mitnehmen. Dann können sich die Leute wenigstens überlegen, warum sie euch vertreiben. Ja, richtig. Na gut. Während ich die Katze kraule, meine ich, schade, dass sie hier in der Gegend so einen unglaublich schlechten Ruf haben. Haben sie das? Ja, sie gelten als schlechtes Omen. Ziemlich schlechtes Omen, aber... Katzen als schlechtes Omen? Ja. Katzen jagen Ratten. Wie können Katzen ein schlechtes Omen sein? Frag das nicht mich. Ich kann nur von dem ausgehen, was ich gelesen habe. Und andere Länder, andere Sitten oder so. Nun ja. Ich gucke mal, ob sie sich vielleicht, ob sie sich vielleicht sogar vorsichtig auf den Arm nehmen ließe. Bei dem Versuch würde sie dann doch deinen Händen entschlüpfen. Okay. Allerdings. Ich lasse sie auch dann wieder auf den Grund zurückkehren, klar. Ja, allerdings jetzt nicht von dir wieder weglaufen oder so, sondern nach einem kurzen abschätzenden Blick sich dann dir vorsichtig wieder nähern. Okay, ich traue sie dann noch ein bisschen und würde mich dann aber auch hinlegen und gucke mal, ob sie mitkommt. Also ich würde sie auch mitkommen lassen, wenn sie mir hinterher läuft. Sie würde dir tatsächlich... Oh ja, da auf jeden Fall. ja, sie würde dir folgen und auf was genau machst du es dir nochmal gemütlich? Ich würde meine Unterlegeplane auspacken. Ja, und, das hast du ja eben schon gemacht. Genau, und da dann meine Decke drauf platzieren. Okay, ja, dann würde sie sich ebenfalls auf der Decke neben dir zusammenrollen. Wenn sie dann im Stall verschwindet oder sich auf dem Weg zum Stall macht, sage ich noch zu ihr, pack dein Essen gut ein, damit es nicht morgen im Katzenmagen ist. Ich grinse und kratze mir dabei im Hinterkopf. Danke für den Hinweis. Ja, ich mache vorsorglich meinen Rucksack vernünftig zu. Würde ich dann auch einmal machen, bevor ich dann wieder rausgehe, um meine erste Wache zu beginnen. Ja. Ich würde auch einmal die Rucksäcke von unseren beiden anderen Gefährten checken. Ich wollte gerade sagen, bei der entsprechenden Sinnesschärfe von 8
hätte Arlinde selbigen Satz auf jeden Fall auch gehört, der ja sehr nah am Haus war, und Havel mit seinen vier ebenfalls. Okay, umso besser. Sie sind ja gerade noch wach. Sind ja nur eine Minute. Ich mache meinen Beutel immer ordentlich zu, außer wenn ich es vergesse. Und deswegen gucke ich da auch nochmal nach. Und, außer wenn du es vergisst. Jetzt hier in diesem Moment, nachdem ich das gehört habe. Ja. Und mach den dann halt richtig zu, falls er nicht schon zu war. Mhm. Ihr hättet theoretisch auch die Möglichkeit, weil da noch entsprechende Halterungen sind, eure Rucksäcke entsprechend sogar theoretisch an so Haken zu hängen, die da aus der Wand oder aus so einer einzelnen Holzstütze ragen. Ja. Dann kommen da auf jeden Fall auch keine anderen Viecher dran. Ich habe eine Klugheit von 9, ich mach das nicht. Aber du hast sehr viel mehr Wildnisleben als ich. Ich würde sagen, es ist eher Wildnisleben als Klugheit, dafür zu sorgen, dass Wildtiere nicht an deine Ausrüstung kommen. Nee. Ich bin ja nicht in der Wildnis, sondern in einem Stall. Okay, gut. Dann ist gut. Ja. Ich häng's auch. Wenn ich das bei das sehen tun sehe, würde ich das wohl auch tun. Ja, wobei du deine Sachen dann quasi halt im Stall selbst aufhängen müsstest. Also du könntest deinen Rucksack theoretisch auch auf eine der Regalbretter heben, die da teilweise noch an der Wand hängen. Aber da ein, zwei von denen schon auf dem Boden liegen, weißt du halt nicht genau, wie stabil die noch sind. Und du hast ja doch recht schweres Gepäck. Ja, dann behalte ich es lieber bei mir und auf dem Boden und sehe zu, dass ich es vernünftig zugemacht habe. Okay. Gut, dann kann Esther sich gern auf ihren Schlafplatz begeben, auch auf der Karte. Oh ja, sorry. Ich hole noch, als ich meinen Rucksack zumache und an die Wand hänge, hole ich noch meine Trinkflasche raus, die ich dann halt während der Wache bei mir habe. Mhm. Und Federkiel und mein Tagebuch. Okay. Ich würde übrigens noch festlegen, Arlinde lag ja recht weit mit ihrer Konstitutionsprobe daneben und Esther, glaube ich, auch mit 5 Punkten. Mhm. Ja. Ja. Dass ihr beide für diesen halben Tag, den ihr unterwegs wart, eine ganze Tagesration in Form von Wasser verbraucht habt. Also ihr habt ja drei Tagesrationen Essen und drei Wasser. Mhm. Und ihr habt halt jetzt an diesem halben Tag schon eine verbraucht. Okay. Dass ihr das bei euch entsprechend für die Buchführung vermerkt. Also an Essen auch eine Tagesration. Nee, du hast gesagt halbe Tagesaktion, wenn wir einen halben Tag unterwegs waren. Richtig. Okay. Beim Essen habt ihr nur eine halbe verbraucht, aber weil ihr halt in Kettenrüstung und mit so viel Gepäck so sehr geschwitzt habt, habt ihr halt mehr Wasser verbraucht. Dann kann Kasper gerne die erste Wachenhaltenprobe der Runde würfeln, wobei ich ihm diese aufgrund des reichlich Tageslichts hier vor Ort und des recht gut einsehbaren Raums sogar noch um 3 Punkte erleichtere. Und er ist da so unglaublich konstitutiv gewesen mit einer 1. Stimmt. Da mache ich es aber ein bisschen interessanter. Er muss tatsächlich nur gegen, was geht, Wache halten nochmal? Selbstbeherrschung und Sinnenschärfe. Wenn du jetzt sagst, ich muss nur auf Sinnenschärfe würfeln, dann wird mein Wache halten Wert schlechter. Nein. Wir nehmen den Wache halten Talentwert aus dem Metatalent. Der ist auf der Druckvorschau schon gleich. Ah, okay, weil das wird da aus den beiden zusammengerechnet. Richtig. Da sind dann auch schon gewisse Sonderfertigkeiten und so weiter eingerechnet. Nee. Der geht, genau, das müsste ich noch erwähnen, laut Regelwerk geht der immer auf Mut, Intuition, Fingerfertigkeit. Ich mache es immer anders. Habe ich ebenfalls von dem Meister übernommen, unter dem ich recht viel spiele. Fingerfertigkeit ist vermutlich drin, weil man quasi das Feuer am Laufen erhält oder so. Ich persönlich halte Konstitution für wesentlich sinnvoller, dass man halt durchhält, definitiv, ohne einzunicken. Definitiv. Und deswegen würfeln wir also grundsätzlich gegen Mut, Intuition, Konstitution. Du brauchst jetzt tatsächlich für diesen Talentwurf nur die ersten 2 Würfel zu machen, weil dein Konstitutionswurf quasi automatisch geglückt ist mit 3 bestätigten 1. Okay. Auf dem Kompaktbogen hast du gesagt, steht das?
Nee, auf dem Talent, also doch, auf den Kompaktpunkt müsste es auch stehen. Ja, steht da. Ich habe es gerade auf Anhieb nicht gefunden. Unter Natur, das, unter Orientierung, so bei ungefähr. Dir Wildnisleben wachhalten, da. Okay. Genau. Um 3 erleichtert und du musst nur auf Mut und Intuition würfeln. Ja, aber vorher würde ich gerne einmal auf eine meiner schlechten Eigenschaften werfen. Brünstigkeit, dass du hier jemanden... Okay, nee, dann werde ich meine Wache nicht damit beginnen, dass ich mich erstmal sauer mache. Okay. Dann kommt es die Wachhaltenprobe. Apropos Katze. Ja. Das ist natürlich großartig. Aber ich hatte ja Erleichterung. Richtig, 3 Punkte Erleichterung. Und das zweite ist Intuition, da bin ich recht gut drin. Dann habe ich noch 2 Punkte übrig. Wunderbar. Ja, du hast. Hätte mich doch sauber machen müssen. Du bist halt immer mal wieder hin und her gerissen, hast ja schließlich auch dein Tagebuch dabei und bist dann immer mal wieder im Schreiben, aber guckst halt auch in regelmäßigen Abständen hoch, guckst dich um, alles überhaupt kein Problem. Du identifizierst soweit auch keine Gefahr, behältst natürlich sowohl das Burgtor als auch das Palisadentor insbesondere im Blick. Aber deine Nachtruhe, deine Nachtwache vergeht tatsächlich ohne besondere Vorkommnisse. Gut, dann ich lege natürlich immer, gehe zwischendurch zum Feuer und, achso, ich sitze falsch. Ich würde mit dem Rücken zum Feuer, wobei mit der Seite zum Feuer sitzen. Ich will genug Licht haben, um zu schreiben. Ich will nicht geblendet werden. Mhm. Und das Tor im Blick haben. Zwischendurch gucke ich aber auch mal Richtung Burgeingang, weil wir die noch nicht überprüft haben. Ja, dann will ich zwischendurch immer das Feuer im Gang halten, damit auch wilde Tiere abgehalten werden im Zweifelsfall. Mhm. Und damit ich Licht zum Schreiben habe. Und dann schließlich Havel, also zum noch mich noch einmal umblicken und wenn nicht zu sehen ist, einmal zum Stall gehen und vorsichtig Havel wachschütteln. Das sollte ohne Probleme funktionieren. Havel lag ja jetzt nicht so weit, also lag ja, wenn ich mich nicht irre, nur um 1 oder 2 Punkte bei seiner Konstitutionsprobe daneben. Ja, 2 Punkte. Ja, du wirst ohne Probleme wach. Für dich recht ungewohnt, dass dich hier jetzt jemand wachrüttelt, den du auch auf den ersten Blick nicht unbedingt erkennst, aber es führt auch nicht zu... Und der brünstig ist. Aber es führt jetzt auch nicht zu Missverständnissen oder irgendwie so etwas. Ach so. Sondern du siehst halt, ah ja, den kenne ich. Genau, dann stehe ich mal auf und wünsche Kaspar eine gute Nacht. Ist nichts dann vorgefallen, nichts zu sehen. Okay, und gehe dann zum Feuer und setze mich dann hier hin. Ja. Dann würde ich mein Nachtlager beziehen. Und meinen Gambeson ausziehen, weil in Rüstung schlafen ist immer sehr unangenehm, auch wenn es eine Stoffrüstung ist. Nur so fürs Protokoll, falls was passiert, ich habe keine Rüstung an. Ja. Würde auf meinen Schlafsack und meine Decke halt als weiche Unterlage benutzen, genauso wie die Zeltplane, damit es nicht alles super schmutzig wird. Aber Jena, du hast eben gesagt, es war genug, dass man keine Decke braucht, um sich zuzudecken. Dementsprechend mache ich einfach ein sehr weiches Nachtlager daraus. Mache natürlich noch meine kurzen, ich weiß nicht, 5-minütigen oder sowas, Konzentrationsübungen für meine Regeneration. Ich habe ja Regeneration 1 für Astralenergie. Das ist ja in Form von kurzen Konzentrationsübungen vor dem Schlafengehen. Mhm. Und dann würde ich schlafen. Ja, wunderbar. Dann allmählich, als Havel halt nach draußen geht, es ist für ihn etwas merkwürdig, dass halt jetzt, da er geweckt wurde und rausgeht, es gerade beginnt wirklich dunkel zu werden. Nicht unbedingt der normale menschliche Rhythmus. Aber er kann seine Nachtwache gern beginnen. Jetzt, wie gesagt, allmählich wirklich im Dunkeln. Es ist sogar doppelt merkwürdig für mich, weil es ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich in einer Burg bin. Richtig, das kommt auch noch dazu.
Und auf jeden Fall für dich also eine Wachenhaltenprobe. Ich würde es tatsächlich mal in diesem Fall ansetzen, durch Gründe, die dir leider im Vorfeld nicht bekannt sein können, die ich dir um 3 Punkte erschwere. Okay, also eine Probe auf 0. Weil wenn du einen Wert in Wache halten hast von 3, dann genau. Ja. Genau. Das schaffst du. Und bei mir auch auf Konstitution als drittes. Ja, ne? Genau. Komm schon, Doppel 1. Das habe ich verkackt, weil Intuition ist mein schwächster Wert mit 9. Nee, das wäre Klugheit. Intuition hast du 14. Echt? Moment. Ja. Ich würde niemals zulassen, ich habe diese Charaktere ja alle mit euch zusammen erstellt. Ich würde niemals zulassen, dass jemand einen DSA-Charakter erstellt. Charisma war aber mit 9, ja. Ich wusste doch, ich habe 2x9. Du hast es vergessen. Ja, ich habe es vergessen. Also dann habe ich aber trotzdem verkackt, aber nur leicht. Richtig. Nämlich mit Mut, Intuition, Konstitution habe ich jeweils 14. Ja, du bist 5 Punkte daneben. Ja, ja, also es, daneben. Es ist halt, du schläfst nicht ein oder so etwas, das nicht. Aber du bemerkst halt nicht, dass... Jetzt ist ja schade, dass der mit dem Pechmagneten gerade draußen ist zum Wache halten. Das wäre natürlich sonst meine erste Wahl gewesen. Er ist unaufmerksam, also von daher, je nachdem, was es ist. Nein. Es wird definitiv einen von euch dreien treffen. Also eventuell treffen. Es ist ja nicht die einzige Chance. Dann ist es derjenige, der auch Pechmagnet gewürfelt hat, aber es noch nicht weiß. Jetzt muss ich ja so tun, als wäre das nicht so, verdammt. Nein. Ich gebe tatsächlich mal. Ich glaube. Wieder ein Schicksalswurf von euch dreien. Esther bekommt von mir einen Bonus von 2. Und Arlinde bekommt von mir einen Malus von 2. Kaspar würfelt plus minus 0. Auf einen W20. Genau. Okay. Toll. Dann sind Esther und Quirr gleich auf. Das ist ja praktisch. Wieso gleich auf? Nee, stimmt nicht. Quirr war plus minus 0. Nein, ich habe minus 2. Ich bin bei 21. Genau, Quirr ist bei 21, Esther ist bei 13 und ich bleibe bei 9. Nein, andersrum. Ah, okay, weil du Bonus hast Bonus von Bonus. Ja, genau, Bonus im Sinne von erhöht. Also, ach so, also Esther sind wir beide auf 17. Oh, verstehe. Genau. Mhm. Aber dann, hey, mehr Freiheiten für mich als Meister, wunderbar. Ich beschließe dann einfach, dass nämlich Folgendes passiert. Esther hat ja eine gute Sinnesschärfe, genau. Esther wird davon geweckt, dass irgendetwas im Bereich so von ihrer Hüfte oder ihrem Bauch, so auf der einen Seite, sich ja bewegt. Also ein bisschen... Naja, so als würde halt ein kleines Tier sich dort hektisch bewegen und ihre Gedanken, die so schön in einem Traum hingen, werden da herausgerissen. Und als sie die Augen ziemlich müde und ziemlich widerwillig öffnet, sieht sie also, dass die Katze, die bei ihr schön eingerollt gelegen hat, jetzt also mit dem gesträubtesten Nackenfell und einem Schwanz, bei dem sie das Fell aufgestellt hat, wie ein Weihnachtsbaum, durch die offene Tür in den großen Stallraum steht und tauchenderweise Töne von sich gibt. Okay, ich packe meinen Säbel und
und springe auf, weil was auch immer die erschreckt hat, wird nicht gut sein. Oder ja, die darf ich mal die Frage stellen, ob der Stall von innen beleuchtet ist? Ist er nicht. Okay, also kann man gar nicht so viel sehen, weil es ja dunkel ist. Richtig, es fällt nur das Licht des Feuers halt durch die geöffnete große Stalltür. Also das hatte ich bislang so verstanden, dass ihr die offen gelassen hättet, weil damit halt Licht reinfällt. Ja, ja. Du siehst also etwas, was dir auf den ersten Blick unnatürlich vorkommt. Denn du siehst, wie ein dichter, ja, fast schon wie ein schwarzer Nebel, also nicht einfach nur Rauch, sondern wirklich so fließend wie Nebel, sich um Arlinde, oder ja, man kann fast schon sagen, dieser Nebel kriecht auf Arlinde zu. Halt so in wenigen Zentimetern Höhe über dem Boden, wie eine Wolke, die sich auf Arlinde zubewegt, aber eben so aus mehreren Richtungen hier aus Richtung der Stallwand. Da meine Nerven von gestern eh noch ein wenig zerrüttet sind, ich keine Ahnung mehr habe, was das ist und es immer noch ziemlich dunkel ist, stoße ich einen sehr femininen, sehr lauten Schrei aus. Den wir jetzt bitte auf der Tonspur uns bitte nicht anhören möchten. Genau, ich wollte sagen, ich erspare unseren Zuschauern die akustische Begleitung einfach mal. Ja. Wunderbar. Ich synchronisiere sie mal. Bitte nicht. Huch. Ja, Havel bekommt das sofort mit. Ich springe auf und... Ja, sofort alarmiert. Ja. Ebenfalls Gwirr als Söldnerin und alles ist sofort hellwach, als hätte ihr jemand gegen den Kopf geschlagen. Aha. Und auch Kasper, weil er ebenfalls aufmerksam hat. Und ausgebildeter Leibwächter ist. Richtig. Ist ebenfalls sofort wach. Arlinde bietet sich also ein Bild, als sie aufwacht, wie also wirklich dieser Nebel sich, ich sag mal, weniger als 15 Zentimeter entfernt von, ich weiß nicht, dem Kopf, dem Fuß, was auch immer, halt zur, ja, vermutlich wären ja die Füße eher Richtung Tür gewesen. Das heißt also, dass wirklich es ein bisschen so aussieht, als würdest du in einem Bett schlafen, bei dem das Kopfende aus schwarzem Nebel besteht. Und naja, selbiger Anblick bietet sich eben auch Kasper. Und auch Havel hat genau diesen Anblick. Das heißt, ich bin schon bis zur Tür gelaufen. Naja, du kannst es durch die offene Tür sehen. Ich schrecke hoch und springe auf. Ich mache einen Odem. Okay, der Odem dauert wie viele Aktionen? 2 Aktionen und die 2 Aktionen sind auch gleichzeitig die Wirkungsdauer. Also die Wirkungsdauer und die Zaubersäule sind identisch. Er beginnt direkt anzuwirken. Okay. Das war ein seltsamer Satz. Also er beginnt halt sofort und dauert für 2 Aktionen. Genau, und währenddessen muss man halt die Formel sprechen. Ah, okay. Steht halt bei Wirkungsdauer steht halt bei gleich Zauberdauer. Ja, okay. Dann mach gern erstmal den. Oh, 4 Aktionen und Wirkungsdauer ist gleich Zauberdauer. Hatte ich falsch gehabt. Ah, ich hab's zu oft verkürzt gezaubert in der Vergangenheit. Ja, so hochstufig bin ich nicht hier, nicht in diesem Abenteuer, nicht unter diesem Meister. Nee. Verkürzt ist regeltechnisch möglich. Ist nur, die Probe ist schwieriger. Mhm. Okay, da werde ich nicht so viel sehen, aber die Probe ist vergleichsweise leicht für mich. Das sind 16, das geht auf Intuition, das sind dann 2. Und die 17 müsste auf Klugheit gehen, oder im Akronym, ja, Klugheit, Intuition, Intuition. Das heißt, es sind 3 weg, das heißt, es gehen 5 weg. Und der Zauber ist bei, lass mich lügen, 7. Oder, ja. Das heißt, ich habe 2 Punkte übrig, also kann erkennen, ob es Magie ist oder nicht. Mehr nicht. Okay, dann brauche ich es auch im Liebe Kantons nicht extra aufzuschlagen.
Ja, dann siehst du eindeutig Magie. Okay. Also du siehst, dass dieser gesamte Nebel von Astralenergie durchzogen ist. Oder fast schon daraus besteht. Okay. Das ist beunruhigend. Ja, könnte man so kategorisieren. Ja, Alinde ist also hochgeschreckt. Genau. Und sieht also ebenfalls diesen wabernden Nebel dort. Also war der schon über mir? Nee, nicht über dir. Um mich herum. So, stellst dir wirklich so vor, als würdest du dich jetzt hier vor Ort auf den Boden legen. Ja. Und so 10 Zentimeter hinter deinem Kopf würde dann also so Bodennebel. Okay. Und dahinter sein. Wird durch mein plötzliches Aufstehen und Aufschrecken irgendwas von dem Nebel verwirbelt oder ist der stabil? Da verändert sich jetzt erstmal nichts. Die einzige Info, die ich jetzt erstmal noch rausgeben wollte, kurz, war, dass Esther, da sie halt nun mal aufmerksam ist, das heißt, obwohl diese Situation ihre Aufmerksamkeit fesselt, hat sie halt immer noch ein recht breites peripheres Sichtfeld, feststellt, dass die Katze trotz ihres, also Esthers, hohem Aufschrei nicht von ihrer Seite gewichen ist. Oh. Damit werte ich diese Katze effektiv als ein Zeichen Rondras und die ist sehr mutig. Genau. Und ich gucke mal, ob sie sich von mir irgendwie, ich weiß nicht, hochnehmen lässt oder so, sich von dem Nebel entfernen lässt von mir. Ich möchte nicht, dass die damit in Berührung kommt. Das ist sicher nichts Gutes. Okay, aber erstmal würde ich Havel eine Aktion diverser Art zugestehen. Ja, also ich stürze wie von der Tarantel gestochen in Richtung Stall. Mhm. Okay, und auch Alinde hat von mir erstmal noch was? Ich würde die, also alles raffen, was an meinem Zeug dort rumliegt, bis auf die Decke, also den Rucksack auch nicht, also vor allen Dingen halt Kleidung, Rüstung, Schwert, weil das habe ich ja alles neben meinem Lager in Griffweite. Und ich will nicht, dass es in dem Nebel versinkt. Würde also vor allen Dingen also Stiefel, Rüstungsteile, Schild, Schwert irgendwie versuchen, irgendwie zu raffen an mich. Und dann damit irgendwie erstmal eigentlich aus dem Stall erstmal fliehen wollen. Weil ich möchte nicht auf beengtem Raum mit so einem Nebel in Kontakt geraten, den ich nicht kenne und der schwarz ist. Oh, jetzt mal hier keine Vorurteile, bitte. Ja, ja, doch. Schwarze und weiße Nebel haben gleiche Rechte. Also fliehen dürfte schwierig sein, weil ich nämlich gerade in der Tür stehe. Es gibt ja mehrere Türen. Es ist ein Scheunentor. Also es ist halt eine breite Tür. Ich weiß nicht, bei einem Stall kann ich mir vorstellen, dass sie breiter ist als ein Mann. Wenn da Pferde durch müssen, ja. Also die Stalltüren hier im großen Raum sind so groß, dass theoretisch sogar zwei Pferde nebeneinander in der Tür stehen könnten. Also okay. Da können Havel und Alinde aneinander vorbei. Ja. Ich muss mich übrigens korrigieren. Die Wirkungsdauer gleich Zauberdauer sind anscheinend alte Informationen aus einer vorherigen Ausgabe. Ist mittlerweile nicht mehr so. Also erst Formel und dann Wirkungsdauer. Okay. Also ich bin erstmal beschäftigt für Zweikampfrunden. Gut, das sind ja umgerechnet so gute 6 Sekunden. Ja. Nur der Fairness halber, weil ich es halt falsch im Kopf hatte. Ja, perfekt. Von daher ist dann würde dann jetzt erstmal Esther versuchen, mit der linken Hand nach der Katze zu greifen, ich sag mal, ihrem Griff erneut ausweicht und mehr oder weniger sich so jetzt von ihrer linken Seite rüber so schräg rechts hinter sie stellen würde. Aber halt immer noch okay, sie lässt sich nicht hochheben, aber sie bleibt richtig. Immer noch an meiner Seite. Richtig. Okay. Und halt immer noch mit fauchender Aufmerksamkeit in Richtung des großen Raumes. Ja, Alinde ist gerade noch dabei, schnell ihre Sachen zu greifen und Havel kann gern noch etwas tun, wenn ihm etwas einfällt. Ja, mir fällt natürlich was ein. Ich
Ich habe ja meinen Speer in der Hand, weil ich ja mit nicht unbewaffnet Wache stehe. Und ich stürme also rein. Ich stürme rein und piekse den Nebel. Ich kenne mich ja mit sowas nicht aus. Stimmt. Es ist eine für Havel wunderbare Vorgehensweise. Ja. Du springst, also du stürmst nach vorne und stichst entsprechend hinein. Genau. Doch, also du brauchst da gar keine Probe erst für würfeln. Genauso wie man es auch bei normalem Wetternebel sehen würde, gleitet dein Speer nun mal in den Nebel und auch in den Stallboden, also in den festgetretenen Erdboden hinein. Ohne dass du irgendeine Art von Widerstand bemerkst. Mhm. Ich würde eine freie Aktion nutzen, um zu rufen, raus. Du bist noch am Casten zu diesem Zeitpunkt. Du bist quasi, also wenn Arlinde gleich draußen ist, bist du fertig. Okay. Und siehst dann halt die Astralenergie. Wenn ich habe dieses mit dem Speerpieksen machen sehe, würde ich einmal rufen. Eine Fackel oder so? Weil vielleicht, es reagiert nicht auf Stichwaffen, aber Feuer könnte vielleicht helfen. Ich renne wieder raus und versuche mir vom Lagerfeuer einen Holzscheit zu schnappen. Ja. Den ich auch anfassen kann. Ja. Einen halben Meter vor dir in etwa ist Arlinde mit Schwert, Rüstzeug über den Arm geworfen und ähnlichem ebenfalls draußen und würde sich jetzt, wie man sieht, nah am Lagerfeuer hinstellen. In diesem Moment sieht Kaspar jetzt also, dass dieser gesamte Nebel von Astralenergie durchzogen ist. Zu diesem Zeitpunkt, weil er ja jetzt auch 4 Aktionen lang das sehen kann, was dort passiert, würde er nun mal aber auch etwas sehen, was für die anderen schwierig zu erkennen ist, denn bei Nebel eine Art von Bewegung festzustellen ist nun mal schwierig, aber du kannst quasi sehen, also gerade bei schwarzem Nebel auf Nachthintergrund, du siehst nun mal quasi, ich sag mal, Konzentration an Astralenergie und siehst also, dass der Nebel ja beginnt sich zu verziehen. Also er wird in dem Sinne nicht unbedingt weniger, aber er konzentriert sich wieder mehr in Richtung Stallwand und kann ich einschätzen, wie schnell? Langsam. Reden wir von der Stallwand, die der Palisade näher ist, oder von der Stallwand, wo die Türen drin sind? Von der hinteren Stallwand. Okay. Ja. Und würde quasi durch die diversen Ritzen, weil es ist ja nun mal mittelalterliche Baukunst, durch das Holz sich verziehen. Siehst du. Die anderen haben diese Informationen nicht. Also der würde damit anfangen, das zu tun. Weil ich ja langsam unterwegs. Okay. Richtig. Dann, wenn ich meine nächste Aktion habe, dann sag Bescheid. Darfst du jetzt auch. Okay, dann, da ich nicht weiß, ob es sich vielleicht bei diesem Ding um einen Dämon handeln könnte, der uns noch mehr Ärger macht. Und da mein Charakter halt unter anderem mit einer ganzen Menge Flüchtlinge aus den Schwarzen Landen aufgewachsen ist, würde ich dann jetzt obwohl dieses Viech im Rückzug begriffen ist, einen Fulminictus sprechen. Der dauert 2 Aktionen. In der Hoffnung, dass ich es kaputt mache, bevor es entkommen kann. Ja, Es besteht aus purer Magie. Es wird ein magisches Wesen sein, also wird es mit Magie verwundbar sein. Ja. Das ist das, was er so im Seminar Kampfmagie gelernt hat. Ja, sag mir bitte nochmal, welche Merkmale der Fulminictus hat. Das hat Schaden und Kraft. Das dachte ich mir. Dann ist der Fulminictus für dich um 12 Punkte erschwert. 12 Punkte erschwert? Mhm. Nice. Das schaffst du. Aber lustigerweise ist das einer meiner besten Zauber, aber das wird trotzdem sehr anspruchsvoll, weil die Eigenschaften nicht stimmen. Ja, und die Probe würfelst du ja, glaube ich, erst am Ende der Castingzeit, ne? Ja. Aber und der dauert? Zwei Aktionen, also eine Kampfrunde. Okay,
dann würde zu diesem Zeitpunkt Havel gerade noch, also gerade beim Feuer angekommen sein und sich den Holzscheit raussuchen, den er als letztes selbst ins Feuer gelegt hat, bei den er also noch am besten anfassen kann. Ja. Alinde ist erstmal dabei, jetzt von außerhalb die Situation zu erfassen, und ich würde Esther noch eine Aktion zugestehen. Ich würde gucken, ob ich die Katze dazu kriegen kann, mit mir zusammen diesen Stall zu verlassen. Ob die mir folgen würde, wenn ich jetzt dahin gehe, oder ob die da bleibt. Weil wenn sie da bleibt, würde ich mich immer noch schützend vor sie stellen und der Dinge harren, die da kommen. Sie würde... Ja, doch. Wenn du dich wegbewegst, würde sie in deiner Nähe bleiben. Okay, dann würde ich so ein Auge auf die Bewegungen der Katze und den Nebel richtend versuchen, mit der Katze zusammen den Stall zu verlassen. Okay. Dann kann Kaspai jetzt gerne seinen Fulminictus sprechen. Tja, dann hoffen wir mal auf die erste Doppel-1 der Runde, ne? Ja, erstmal doch, ja. mit dramatischer Einleitung. Wir hatten schon eine Doppel-1. Guck doch mal. Hallo, du würfelst ja wie ein Gewehr. Nee, doch nicht. Ja, 20. Kaspar, ich wollte halt erstmal würfeln, wie der Effekt ist, bevor ich das beschreibe, weil Kaspar richtet seine linke Faust auf diesen Nebel und ja, in einem seltsamen, aggressiven Singsang eher als einer wirklich gesprochenen Formel intoniert er ja einige unverständliche Silben. Und man meint kurz, wenn man hinblickt, vielleicht die Luft verschwimmen zu sehen. Vielleicht ist es aber auch nur Einbildung. Der Zauber gelingt trotz 12 Punkte Erschwernis. Wow. Ich habe 9 Punkte in dem Zauber. Das ist mein zweitbester Zauber. Ja, aber du hast eine 20 gewürfelt. Ja. Oh, ich hab auf meinem Feld stehen 2, 3, 2. Oh, dann... Deswegen sage ich, ich habe den Chat geguckt, ja. Der Würfel ganz links war zuerst auf einer 20 und dann ist dann der Würfel hier daneben dagegen und hat ihn umgeschubst. Gut, dann auch kein Verschwinden der Luft, der links, dann muss ich einmal die Kosten auswürfeln, weil die Hälfte davon muss ich zahlen. Ja, denn ich habe bei dir hier auf dem Bogen nämlich eine 9 gesehen beim Zauberfertigkeitswert und habe mich dann kurz gefragt, was für einen Wert du deiner Meinung nach in Gewandtheit hast. Nee, wie gesagt, ich hatte halt auf die 2 geachtet und nicht auf den Chat geguckt, weil für mich sah es nicht so aus, als wäre es irgendwie auf Kante. Deswegen habe ich gar nicht erst in den Chat geguckt. Dann muss ich dafür 5 Astralpunkte zahlen für den Zauber. Wird das immer aufgerundet, ja? Bei DSA wird immer kaufmännisch gerundet, es sei denn, es steht explizit da. Und misslungene Zauber sind immer halber Starkosten. Ja. Richtig. Also, wenn ich kaufmännisch runde, dann würde jetzt beispielsweise eine 6 aufgerundet werden auf 1000. Ab 1,5 wird aufgerundet. Auf 1000. Man kann auch sagen, es wird nach gängigen mathematischen Standards gerundet. Sprich, alles ab 0,5 wird aufgerundet. Gut, nach diesem kleinen Schwank in den Bildungsauftrag, den auch wieder erfüllt, wunderbar. Würde Kaspar, also wie eben geschildert, die Hand nach vorne stoßen. Für alle hier Anwesenden würde sich nichts Maßgebliches tun. Kaspar würde natürlich wissen, dass sein Zauber nicht funktioniert hat, wie er es geplant hatte. Und dass da irgendein gewaltiger Widerstand war. Richtig, er der würde... Der Kampfzauber eigentlich nicht dazugehört, um das zu Einzelzaubern. Ja, genau das würde er nun mal feststellen, oder er würde sich denken, eigentlich müsste das funktioniert haben. Alinde und Havel, Havel ist anderweitig beschäftigt. Alinde kann jetzt gerne einmal auf Sinnesschärfe würfeln, aufgrund der Hektik der Situation und weil es so schwer zu erkennen ist, erschwere ich es ihr aber um 6. Würde ich das tun, weil eigentlich wäre es mein Ziel gewesen, jetzt rauszustürmen in die Nähe des Feuers, weil Licht und möglicherweise ist Feuer ja auch eine Waffe, die man benutzen kann. Draußen. Ja, mal, lass mich ausreden. Hab meinen ganzen Kram im Arm und würde eigentlich anfangen, selbigen anzuziehen. Soweit es in der Hektik geht. Deswegen würde ich jetzt gar... Also, wenn jetzt natürlich ein Elefant an mir vorbeitrampelt, sehe ich den. Aber ich würde jetzt nicht von mir aus eine Sinnenschärfenprobe machen. Deswegen doch mal die Frage an dich, muss ich die jetzt machen oder muss ich die in Anbetracht dieser Situation nicht machen?
Nein, musst du nicht. Ich okay. wollte sie dir zugestehen, weil ich dachte, dass du erstmal dich quasi umguckst. Nein, mach ich nicht. Und dich fragst, was passiert ist. Ja gut, ich renne erst raus und sehe, ich renne raus, gucke zum Feuer und sehe, da ist nichts, hoffentlich. Ja, ansonsten mache ich was. Aber wenn ich das Feuer so vorfinde, wie ich es erwarten würde, dann renne ich zu diesem Feuer und fange an, mich anzuziehen und mache nur eine Sinnenschärfe, wenn mir auf diesem Weg dorthin irgendetwas auffällt, was Nein. mich in Panik versetzt. Dann nicht. Gut, dann würde ich anfangen, mich anzuziehen. Also Stiefel, ich habe so Unterkleidung Socken habe ich geschlafen, alles andere müsste ich anziehen. Vor allen Dingen Stiefel, vielleicht Kettenhemd überstülpen, irgend sowas. Ja. In Ordnung. Dann würde halt 2 Sekunden später Havel, als er also mit einer improvisierten Fackel in Richtung der Scheune kommt, das jetzt auch visuell feststellen, was Kaspar bereits durch seine gepimpten magischen Sinne festgestellt hat. Ja. Nämlich, dass dieser Nebel bereits sich verflüchtigt. Jetzt würde ich dafür gerne eine entsprechende Probe ansetzen. Und ich muss nur noch mal gucken, was dazu passen würde. Aber, glaube ich, wird bestimmt reinfallen. Autoritäts, glaube ich, könnte auch. Oh, genau, du hast ja Pechmagnet. Ich darf dir ja eine Fluff-Probe pro Sitzung als automatischen Misserfolg auslegen. Das ist praktisch. Das nehme ich mir jetzt. Du interpretierst die Situation nämlich folgendermaßen, dass was auch immer Kaspar da gerade gemacht hat, diesen Nebel jetzt dazu bringt, sich zu lichten. Bist du dir da sicher, dass das Kaspar war und dass das nicht mein Speerstich war? Ich bin mir sicher, dass du es so auslegst, weil das hier ist irgendetwas, was irgendwie nicht normal körperlich ist und der Magier hat da gerade rumgemagiert und du bist abergläubisch und autoritätsgläubig. Magier sind eine gewisse Autorität. Mhm. Deswegen lege ich es dir so entsprechend aus, dass du die Situation so deutest. Ein Magier hat mit seinem Rumgemagiere irgendwas Magisches weggemagiert. Okay, dann rufe ich ihm zu. Gut gemacht. Einen Moment. Jetzt wird auf Arroganz gewürfelt. Nee, Eitelkeit. Ist kein Frock, okay. Wird er sagen, war ich nicht, halt Abstand. Ich gucke irgendwie etwas verwirrt auf meine Fackel und dann auf den Nebel. Es zieht sich zurück, provozier es nicht, vielleicht verschwindet es. Esther kann übrigens ihren Token auch gerne schon raus vor die Tür setzen. Ich würde dann auch rückwärts vorsichtig tastend mit den Füßen von diesem Ding mich wegbewegen, weil ich einen enormen Respekt vor was auch immer es für eine Art von magischem Abwehrmechanismus hat, habe und immer noch nicht weiß, ob es sich vielleicht um einen sehr, sehr mächtigen Dämon handeln könnte. Okay, also der Kaspar hat mir gesagt, ich soll das Ding nicht attackieren mit der Fackel und da würfel ich doch mal auf Obrigkeits-Dingsbums. Autoritätsgläubigkeit. Ja. Genau, Autoritätsgläubigkeit. Mhm. Also weit bin ich, glaube ich, noch nicht. Ich greife den sich verziehenden Nebel mit der Fackel an. Sicher? Was? Ja. Doch. Was hast nein, dein Autoritätsgläubig ist ja gelungen. Das heißt, es greift. Die Autorität ist nicht gelungen. Das ist eine 5. Also es ist drunter und damit triggert es. Genau. Richtig, das heißt. Also bist du autoritätsgläubig. Richtig, das heißt, du bist autoritätsgläubig. Das heißt also. Okay, ich verstehe. Ja. Ich hab da falsch gedacht. Ja, das ist bei den negativen Eigenschaften etwas counterintuitive. Ja. Probe gelungen ist immer schlecht bei schlechten Eigenschaften, ja, sonst ist es immer gut. Außer ja, dann, hier vielleicht. Dann akzeptiere ich den Befehl und ziehe mich wieder zurück von der Tür. Ja, da haben du und der Nebel, seid ihr euch irgendwie einer Meinung? Ihr seht jetzt alle, wie also der Nebel nach und nach wirklich, ja, mit dem Dunklen, also weil, wie gesagt, im Inneren des Stalls ist es ja immer noch relativ dunkel, gerade so in Richtung der Wände. Und man kann quasi kaum feststellen,
wo, also ob dieser Nebel jetzt überhaupt noch da ist. Ja, aber ich habe eine Fackel und stehe am Scheunentor. Richtig, aber auch deswegen sind ja immer noch dunklere Bereiche im Stall, also so etwas auch wie Halbschatten, nicht komplett nachtschwarz. Und der Nebel ist ja auch nicht wie so ein schwarzer Vorhang, sondern ist ja auch nun mal, ja, wie bei Nebel eben. Man kann trotzdem noch teilweise durchsehen. Deswegen ist es halt schwierig. Kaspar hat bereits den Entschluss gefasst, schnell aus dem Abstand, um die Ecke zu gucken, um zu wissen, wo er hin will. Oder ob er wirklich in der Wand wohnt. Ja. Und einfach das Haus verflucht ist. Mach gerne dafür eine Sinnesschärfenprobe. Ich denke mal, du hast keine Nachtsicht oder Dämmerungssicht. Nein. Und der Odem ist auch nicht mehr aktiv. Das hatte ich sowieso vorausgesetzt. Von daher, die Probe zählt nicht. Okay. Von daher ist die Probe für dich in diesem Fall erschwert um schwarzen Nebel auf Nachthintergrund. Ich sag tatsächlich mal um 6 Punkte erschwert. Ach, da kommt sie. Das ist nicht gelungen. 6 Punkte erschwert, sagst du, dann ja. Sind das das ist Intuition. 8 Punkte daneben. 8 Punkte daneben, okay. Ja, gegen der 6er Erschwernis. Ja. Dann bist du tatsächlich der Meinung, dass sich der Nebel quasi in Anführungszeichen, Mauerwerk, also ins Holzwerk zurückgezogen hat, weil du draußen absolut keine Spur davon mehr sehen konntest und gehst gerne davon aus, dass dieser Nebel quasi Bestandteil des Stalls ist. Okay. Dann würde ich mal vorsichtig das Haus umrundend wieder zurück zum Rest. Aber an dieser Stelle steigen wir nächstes Mal wieder ein. Wir sind schon wieder bei gewirrtypischer Überlänge. Mhm. Muss ja auch mal sein. Und das liegt, wie ihr seht, nicht immer nur an mir. Nein, das stimmt. Gwirr hatte explizit zwischendurch gefragt, ob jetzt ein guter Zeitpunkt wäre. Und ich habe gesagt, dass wir das hier mit dieser Erscheinung erstmal noch gerne zu Ende machen. Mhm. Sehr gut. Dann ist die unmittelbare Gefahr vielleicht gebannt. Aber was es mit schwarzem Nebel in einer Burgruine auf sich hat, das erfahren wir bestimmt noch nicht im nächsten Teil. Trotzdem, bis dahin!